Buongiorno, benvenuti im Eiscafé Venezia, Holdorf. Ich möchte euch heute eine Weihnachtseistorte präsentieren, die ich vor Ort jetzt dekorieren werde. Man würde jetzt ja erstmal denken, eine Torte aus Eis, das schmilzt ja weg, muss man schnell essen. Nein, das tut es nicht, weil ich muss auch zum Teil die Torten ja selber ja auch noch dekorieren. Und deswegen werden die Torten ja eingefroren bei minus 21 Grad, so dass ich dann auch Zeit habe, sie rauszuholen und sie dann fertig zu dekorieren. Dann kommen die dann wieder in die Kühlung rein. Und wenn man sie auch nach Hause bringt oder so, muss man sowieso grundsätzlich 20 Minuten bis eine halbe Stunde die Torte vorher rausholen, damit die schön angeschnitten werden kann und auch besser schmeckt. Und wie lange brauchen Sie für eine so eine Torte, wie Sie die jetzt machen, in der Größenordnung? Wie lange dauert das, bis die jetzt komplett fertig ist? Komplett fertig ist, würde ich sagen, 2 bis 3 Tage. Es kommt immer auf die Dekoration, auch was man jetzt drauf machen möchte. Ich möchte erstmal den OV-Lesern oder OV-Freunde eine schöne Adventszeit wünschen und auf Italienisch Buon Natale a tutti.